Yo, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 1.21 und ich suche immer noch den Ausgang. Ja, ich werde noch mal ein bisschen suchen und eventuell noch den ein oder anderen Trial Key benutzen, ne? Wenn wir noch Tresore finden, die aktiv sind. Dauert ja nach dem Öffnen und auch bei den Spawnern immer eine halbe Stunde, bis sie dann wieder abgekühlt sind. Wir haben nur noch 200 am Start, wa? Naja. Sind doch ein paar kaputt gegangen. So, wir haben auch keinen Inventarplatz mehr, also eigentlich sollten wir... Nee, wir haben 4 Stück noch. Okay. Eigentlich sollten wir gucken, dass wir rauskommen. Ich werde mich mal hier durchbauen. Guck mal, hier haben wir Eisen. Ja, das kriegen wir jetzt gar nicht ins Inventar. Dann kommen die hier raus und das Eisen rein. So, aber hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Autsch. Haben wir hier, den haben wir bestimmt schon geöffnet, ne? Spitzhacke müssen wir dann auch reparieren. Genau, den haben wir geöffnet gehabt. Warte mal, wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir hier hin? Okay, okay. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ungefähr. Guck mal, hier geht es noch weiter runter. Und hier geht es wieder hoch. Ja, aber hier war ja nichts, ne? Gut, aber hier ist der Trail schon mal auch zu Ende, scheinbar. Wo kommen die Skelette jetzt her? Hier ist dann auch Ende im Gelände, ne? Ja, Leute, komm, wir bauen uns jetzt einfach hoch, ne? Wir haben eh keinen Platz mehr im Inventar. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ist natürlich doof. Ich brauche irgendwie Blöcke zum Hochbauen, aber ich möchte natürlich die Blöcke nicht benutzen hier. Ja, komm, dann müssen wir das Eisen vielleicht doch noch mal rauslegen. Oder die Knochenblöcke können wir auch rausnehmen. Oder hier, komm. Wir nehmen das Schild und machen das weg. Und dann nehmen wir uns hier ein bisschen Tiefenschiefer mit. Vorhin habe ich Bruchsteinschiefer gesagt, ne? Aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Gut, hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert, aber wir sind wieder oben. Da ist unser Dorf. Gut, dann sind wir wieder hier am Dorf am Start. Räumen erstmal unser Inventar ein bisschen auf. Gehen pennen. Und dann gucken wir, dass wir uns mal die Village-Karten nehmen. Eventuell vorher noch ein bisschen Zuckerrohr ernten, ne? Und so das eine oder andere. Oh, Phantome. Ja, ja. Okay. Da brennt ihr kleinen Phantome. Gut, dann können wir erstmal ein bisschen aufräumen. Haben jetzt natürlich hier verschiedene neue Sachen.
Genau, aus den Teilen können wir uns nämlich auch diese Windgeschosse, die Windkugeln bauen, ne? So, hier haben wir Kupfer am Start. Können wir hier gleich noch was reinstecken? Ja, vielleicht den Bruchstein, ne? So, haben wir gleich noch ein paar Level bekommen. Und hier haben wir unser treue Zweibuch, unseren Dreizack, auf den bin ich auch sehr stolz oder sehr froh, dass wir den bekommen haben, ne? So, hier haben wir Eisen drin. Ja, Smaragde haben wir ja auch ein paar mitgenommen. Wir müssen dann mal gucken, dass wir die Bündel auch mal leer machen. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Smaragde drin. So, und ich würde mal sagen, wir haben hier schon auf jeden Fall Kupferblöcke. Da können wir die dazu machen hier. Gewachster Kupferblock, okay. Aber die Bahn können wir loswerden. Beziehungsweise können da eigentlich gleich weitere Kupferblöcke draus machen. So. Wir stecken uns vielleicht die Werkbank mal ein. Und die Bücher auch. Eisen hatten wir doch hier auch schon. Genau, das können wir hier erstmal reinstecken mit. Wir bleiben drüber. Na, da können wir uns vielleicht gleich was draus machen. Knochen passen auch nie rein. Tja. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich räume erstmal ein bisschen auf. Ne, mache eventuell noch eine Kiste dazu. So, Freunde. Ich habe jetzt hier ein bisschen rumgehasselt. Anderthalb Ingame-Tag ungefähr. Hier haben wir noch ein bisschen Stein, den wir uns noch rausnehmen können. Habe ich ein bisschen zurecht gemacht, ne, falls wir halt ein Steinmetz in dem Dorf haben, wo wir jetzt hingehen. Und da würde ich sagen, ich habe hier eine Ebenendorfkarte und ich habe hier eine Savannenkarte. Ne, die werden wir beide parallel untersuchen. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die Karte in die Hand und gucken erstmal, wo uns das hinführt. Ne? Ich habe ja soweit alles dabei. Lebensmittel, also Brot haben wir auch dabei. Essen und ja, alles, was man vielleicht so braucht. Papier habe ich gemacht. 42 Smaragde haben wir insgesamt am Start. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg, würde ich sagen. So, das kann ja eigentlich nur da drüben irgendwo sein. Ne? Ach, die Hunde wollte ich eigentlich hier lassen. Ja, komm, die lassen wir mal hier sitzen. So, holen wir uns später wieder. Denn ich denke mal, wir haben erstmal genug gelitten. Beziehungsweise, naja, vielleicht kann man auch sagen, gearbeitet. Aber gut, wir schauen uns jetzt mal die Karte an. Ich habe auch kein Batman, ne? Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht finden wir ja ein paar Schafe unterwegs. Hier können wir einen schwarzen Tintenbeutel mitnehmen. Ja, gut. Ja, ach komm, lass sein. Dann wird es dunkel, ne? Dann können wir gleich wieder zurück ins Bett. Ja, ich will ja mal schauen, wie das ist in den verschiedenen Biomen, welche Verzauberungen oder welche Verzauberungsbücher wir da woher bekommen. Hier in der Wüste wissen wir es ja, ne? Dorn, Feuerschutz und eben Unendlichkeit. Ich weiß gar nicht, Effizienz glaube ich sogar auch, ne? Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, Hasenfell könnte man vielleicht mitnehmen, ne? Guck mal, da droppt da gleich das erste. Und Nummer 2. Let's go. Gut, wir nehmen mal die Karte in die Hand. Das kann ja nur in der Richtung hier sein, ne? Erstmal ist ja hier Savanne. Hier drüben ist ja das Mangroven, der Mangrovensumpf.
Also Reparatur habe ich mitbekommen, dass man Reparatur auf jeden Fall im Sumpf findet. Ne? Also normal Swamp, soviel ich weiß. Der Mangrovensumpf, weiß ich nicht, ob der da dazu zählt, aber ich denke eher nicht. Ich denke eher im normalen Sumpf, da wo die Hexe auch zu Hause ist. Tja, das scheint noch ein ganzes Stück auf jeden Fall zu sein, aber... Ja. Wir wissen ja, dass hier ziemlich viel Savanne ist. Drüben könnte es sein, ne? Eventuell. Hier können wir uns noch ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Bergbank habe ich auch am Start. Das könnte Plains, das ist doch Plains hier, ne? Vielleicht deckt sich ja die Karte gleich auf. Beziehungsweise, wir sind ja immer noch nicht im Bereich, aber die Area, die ist ja auch am Kartenrand, ne? Also, müsste schon hier irgendwo sein. Jetzt aber noch nichts, aber wir haben hier Schafe. Alter, da ist einfach ein Spawner. Zombie-Spawner, hä? Nice! Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Zombie-Spawner. Das ist cool. Na gut, der Loot. Naja. Naja. Geht so, ne? Wollen wir uns nicht beklagen. So, Namensschild nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Teile können wir erstmal hier lassen. Fleisch können wir dann später eventuell braten. Die Knochen lassen wir auch erstmal hier, ne? Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Tja, und ich halt hab gar keine Bücher mit, ne? Super gemacht. So, aber das müssen wir uns merken, ne? Gut, eigentlich ist es nicht schwer. Eigentlich ist es nicht schwer, sich das zu merken. Aber ich möchte ja eigentlich, möchte ich ja in die andere Richtung. Aber so leicht finden wir bestimmt keinen Spawner mehr, ne? Als XP-Farm. Ja, müssen wir mal sehen. Wenn nicht, wenn wir Elytra haben, dann denke ich mal, da kommen wir eh ab und zu mal zurück in die Richtung hier. Wir können ja dann auch gezielt in der Richtung mal unterwegs sein. Das Plains-Biom noch ein bisschen weiter. Haben wir jetzt? Wir haben drei Wolle, ne? Wir haben Holz mit. Genau, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal die Bergbank auf und machen uns ein Bett. So, zack. Schlafen wir die Nacht, damit wir gar nicht erst Ärger bekommen hier.
werde mich natürlich auch schwer in Acht nehmen, dass ich nicht sterbe. Und dazu sollte ich erstmal was essen, ne? Tja, wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Hier ist neuer Farbstoff, Leute. Sehr schön. Ah, nee. Das ist wahrscheinlich das Savanndorf, oder? Das sieht nach Savanne aus. Ja, legit. Legit. Na gut, dann gucken wir uns das erstmal an. Ja, das könnte das sein, was wir von Weitem gesehen haben, ne? Wir müssen dann in die Richtung zurück. Beziehungsweise, wir wollen ja das Plainsdorf eigentlich auch noch finden. Müssen wir bloß mal sehen, ob sich das dann lohnt oder nicht. Also mit den Materialien, die wir dann haben, ne? Wenn wir nicht trainen können, dann nützt uns das ja auch irgendwie relativ, aber wenig. Dann in die Richtung wieder zurück, ne? Genau. So, wir gucken mal hier erstmal durch. Verlassenes Dorf ist es auf jeden Fall nicht, aber gesehen habe ich hier auch noch keinen, ne? Bis jetzt. Aber Eimer haben sie reichlich. Ja, guck mal an, noch einer hier. Gut, die kann ich ja stapeln, ne? Nice. Weil es dunkel wird oder was, sind die schon pennen gegangen? Schöne Höhle haben sie ja scheinbar. Ah, da haben wir schon N. Ja, geht mal lieber wieder rein. Die werden wir dann gleich mal bitte... Ah, okay. Der ist Gerber. Und der dann wahrscheinlich auch, wa? Ja. Oh, guck mal hier, Smaragde haben sie für uns zurechtgelegt. Die Lederrüstung brauchen wir nicht. Würde ich sagen, dann bauen wir die Cauldrons erstmal ab hier. Die Kessel. Ja gut. Ihr denn hin? Ja gut, wir können eigentlich mal Tische auf jeden Fall schon mal hinstellen und mal gucken, mal durchspielen, was die so alles angeboten haben. Fluch der Bindung. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Fluch der Bindung, ne? Was hast du? Erstmal gar nichts. Papier könnte ich mit dem traden. Schwungkraft. Das ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Das werden wir auf jeden Fall mal machen, aber wir brauchen Bücher.
Gut, Papier können wir dem auch verkaufen, das ist gut. Gut, ich könnte den Bücher verkaufen. Ist natürlich auch nicht so wirklich so ein Zweck der Sache. So. Ein bisschen Papier haben wir noch, ne? Einmal können wir noch. So, okay. Dann haben wir das schon mal. Wir könnten natürlich auch die Werkbank aufstellen. Und, was wollte ich jetzt? Alter, bin ich total lost? Achso, wollte das Zuckerrohr noch hier zu Papier machen. Das können wir, glaube ich, noch einmal verkaufen, ne? 24. So, dann haben wir 43 Smaragde. So, und was ist mit dem anderen jetzt? Rückstoß, das ist natürlich auch nicht schlecht. Rückstoß ist cool. Das müssen wir mal gucken, ob wir da Stufe 2 bekommen können. Rückstoß geht bloß bis 2, ne? Rückstoß geht bloß bis 2, ne? Ich glaube, da werden wir 2 nicht bekommen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Bücher. Wir probieren es nochmal durch. Ein bisschen. Weil ich habe gehört, hier haben wir wieder Schwungkraft. Ich habe nämlich gehört, dass die höchste Stufe nicht mehr traden, ne? Das ist mir voll klar. Also die höchste Stufe bekommst du von denen nicht. Buch der Bindung wieder. Also du musst mindestens einmal die Bücher dann zusammenzaubern, ne? Gorkin-Buch. Schwungkraft. Nee, Schwungkraft brauchen wir nicht. Wenn, dann Rückschuss. Wieder nix. Eine Niete. Aber blöd. Eingeschnappt oder was? Dann gib mir doch gleich ein richtiges Angebot. Ha. Hier haben wir Melonen übrigens. Ist schon mal nicht so verkehrt. Rückstoß. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir haben nur leider kein Papier mehr. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Bücher. Alles andere ist... ist natürlich erstmal nebenrangig. Aber ich meine, dass die hier eventuell Papier haben wir. Aber hier haben wir leere Karten, das ist schon mal gut. Ja, hier werden keine Bücher drin sein. Nope.
den Schleifstein könnte man eventuell mitnehmen, ne? Naja, ein paar Häuser haben wir ja hier noch. Kompass nehmen wir auch mit. Den stibitzen wir uns einfach mal. So. Tja, ich glaube fast, dass wir hier keine Bücher finden. Da müssen wir höchstens darauf achten, dass wir eventuell ein paar Binder finden, ne? Dass wir uns Leder machen können und eventuell ein paar Bücher selber machen. Ich werde mir hier mal ein Bett dazustellen, wenn es sie nicht stört, Buddy. So Leute, und ich würde sagen, ich glaube, die Folge ist schon ganz schön lang. Ne? Weiß jetzt nicht genau, wie viel ich von der ganzen Sache rausschneide. Ein bisschen Weg werde ich auf jeden Fall rausschneiden, aber ich möchte nicht, dass die Folge trotzdem zu lang wird oder extrem zu lang. Ne? Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn es euch genauso geht, dann zeigt es mir auf jeden Fall, ne, mit einem Däumchen nach oben. Lass gerne auch Kommis da, ne? Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen, dann kannst du auch nichts mehr verpassen. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier passiert, die online kommt, auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist für dich völlig kostenlos. Und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge, die ich hier wohl gleich anschließen werde, wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.